Hallo, Markus Werge mit einem weiteren Tutorial über Affinity Photo am iPad. Das Bild, das ich hier vor mir habe, möchte ich schwarz-weiß einstellen. Dazu erstelle ich eine Anpassungsebene für schwarz-weiß. Tippe also hier auf die drei Punkte und wähle dann aus der Liste schwarz-weiß aus. Ich bekomme dann im unteren Bereich Einstellungsfelder für die sechs Grundfarben Rot, Grün, Blau und Cyan, Magenta und Gelb. Das heißt, ich kann jede dieser Farben beliebig aufhellen oder abdunkeln, damit eben steuern, wie Farbbild, wie die Farben in Schwarz-Weiß umgewandelt werden sollen. Grün und Rot sind zwei Farben, die von der Helligkeit her relativ ähnlich sind und deshalb ist hier im Moment noch relativ wenig Kontrast auch drin. Ich kann jetzt nochmal das ursprüngliche Bild analysieren, indem ich das Ebenenstudio öffne und hier ausblende. Ich habe eben in diesem Bereich hier, in dieser Paprikaschote, intensive Rottöne. Auch hier einen nennenswerten Rotanteil, wobei hier auch viel Gelb drin ist und das Ganze hier von Gelb umgeben. Der Rest des Bildes wird von Grün dominiert. Allerdings handelt es sich dabei um eher natürliche, frische, teilweise helle Grüntöne und vor allem Grasgrüntöne. Frischere Grüntöne sind eher im Gelbbereich angesiedelt als im Grünbereich, obwohl die Darstellung dieser Farbe hier eventuell etwas täuschen kann oder darüber hinweg täuschen kann, welcher Bereich dadurch beeinflusst wird. Ich blende die obere Ebene oder die Anpassungsebene wieder ein und ich möchte vor allem einmal den Rotton der Paprikaschote betonen bzw. eben kräftiger in der Schwarz-Weiß-Umsetzung herausarbeiten und dazu reduziere ich den Wert für Rot hier nahezu gegen Null, dass die richtig schön kräftig wird. Nun möchte ich einen Kontrast oder einen Kontrast zum Umfeld herausarbeiten und teste einfach mal generell aus, wie es das Bild reagiert, wenn ich die Gelbtöne verändere. Und was mir dabei auffällt, ist, dass wenn ich hier etwas kräftig anhebe, dann habe ich in diesem Bereich hier relativ schnell überbelichtete, zeichnungslose, weiße Bereiche. Das möchte ich eher verhindern. Also teste ich dem gegenüber aus, wie sich das Bild verhält, wenn ich die Grüntöne anhebe. Und das funktioniert hier schon besser, einiges an Kontrast reinzubekommen. Jetzt hier in diesem Fall mit den Gelbtönen eher etwas unter 100%, also eher etwas eine Reduzierung. Mit dem Rot noch weiter zurück. So. Und dadurch heben sich jetzt diese beiden Elemente in der Mitte relativ stark vom Umfeld ab. Ich kann vielleicht das Grün noch etwas mehr aufhellen, bis ich bei 300% dann beim Maximum bin, aber das Bild verträgt das. So, als nächstes möchte ich eine Vignette darüber legen, damit der Fokus eher auf das Zentrum des Bildes gelenkt wird und die äußeren Bereiche abgedunkelt werden. Dazu erstelle ich einen Filter, indem ich hier auf das Trichter-Symbol klicke und dann anschließend hier aus diesem Angebot, aus diesem Menü Vignette auswählen. Allerdings, wenn ich das jetzt hier antippe, passiert relativ wenig, weil ich im Ebenenbedienfeld noch die Anpassungsebene aktiviert habe. Tatsächlich muss ich das allerdings auf den Hintergrund anwenden, tippe deshalb hier auf den Hintergrund. Außerdem möchte ich das Ganze als Live-Filter haben. So wie das im Moment eingestellt ist, wird das destruktiv auf das Bild angewendet. Also generell, um zu zeigen, was ich hier machen möchte. Wenn ich mit der Belichtung in den negativen Bereich gehe, dann kann ich den Randbereich hier abdunkeln und in diesem Bereich einstellen, ob es in eine harte Vignette werden soll oder ob ich das Ganze mehr Richtung Mitte fokussieren möchte, einen weicheren Übergang und weiters noch die Skalierung. Den Übergang selbst möchte ich weich haben, aber das Ganze eher etwas nach außen skalieren, sodass eher die Randbereiche abgedunkelt werden und nicht so sehr das Zentrum hier, wo sich die beiden Früchte befinden oder diese beiden Paprikaschoten. Um das jetzt eben als Live-Filter zu erhalten, muss ich nur mehr auf diese Blitze hier klicken. Ja, dann kommt dieser Dialog, muss ich mit Ja bestätigen, möchte das als Live-Filter. Standardmäßig wird der dann der Ebene angehängt. Ich kann jetzt mal versuchen, ob es einen Unterschied macht, wenn ich den nach oben über die anderen Ebene lege. Aber das ist in diesem Fall nicht der Fall, gibt keinen Unterschied.
Ich möchte noch einen weiteren Filter hinzufügen, beziehungsweise zwei weitere Filter. Das nächste wäre ein Klarheitfilter, mit dem ich den Mittenkontrast des Bildes betonen möchte. Auch hier tippe ich zunächst einmal auf Hintergrundebene, damit diese neue Ebene nicht verschachtelt wird mit einer dieser Anpassungs- oder Filterebenen, da würde ja relativ wenig bringen. Tippe anschließend dann wieder hier auf den Filter und wähle aus dem Menü oder rolle hier weiter hinauf, um zu K zu gelangen und eben die Klarheit zu finden. Da bin ich gerade vorbei. Hier ist es. Hier habe ich einfach nur einen Regler. Wenn ich die Klarheit nach rechts verschiebe, verstärkt sich der sogenannte Mittenkontrast und das führt dazu, dass Strukturen im Bild stärker betont werden. Zuletzt möchte ich dem Ganzen noch einen etwas analogeren Charakter geben und die Sterilität oder die Nüchternheit dieses digitalen Bildes etwas aufzubrechen. Auch das ist ein Filter. Ich öffne nochmal die Einstellungsebene oder das Studio für die Ebenen und dabei fällt mir auf, dass ich hieraus auch noch lieber einen Live-Filter erstelle. Auch hier bestätige ich das Ganze mit Ja. Und jetzt eben der letzte Filter, der weitere Filter noch hinzu und das wäre eben Rauschen. Tippe also nochmal hier auf das Trichtersymbol, rolle weiter nach unten zu R und wähle dann hieraus Rauschen hinzufügen. Kann dann hier die Intensität einstellen. Monochrom bleibt das ohnehin. Monochrom heißt einfarbig, aber das Bild ist schwarz-weiß, von dem her ist es ohnehin monochrom. Lass mir das Ganze mal in der 100% Ansicht anzuzeigen oder anzeigen, da ich damit das Rauschen am besten beurteilen kann. Und führe das hier eher etwas moderater aus. Ja. Und damit wäre die Entwicklung dieses Schwarz-Weiß-Bildes für mich dann abgeschlossen.